Ich begrüße Sie ganz herzlich zu diesem Gottesdienst im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Friede des Herrn sei mit euch. Und mit deinem Geist. Der Wochenspruch zum Palmsonntag steht bei Johannes im 3. Kapitel. Der Menschensohn muss erhöht werden, auf dass alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Wir gehen nun hinein in die Karwoche, wollen Jesus begleiten auf seinen letzten Stufen des Leidens, aber eben auch in seinem Vertrauen auf Gott. Und diesen Gottesdienst wollen wir so eben feiern. Wir beginnen mit dem Lied Nummer 88. Jesu, deine Passion will ich jetzt bedenken. Allerdings auf die Melodie, die bekanntere Melodie von der Nummer 77.
Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Auch heute kommen wir zusammen, um miteinander Gottes Wort zu hören und ihn im Gebet und Loblied anzurufen. Dabei wollen wir wie immer bedenken, dass wir eben Menschen sind. Sicherlich mit unseren tollen und großartigen Seiten, aber auch mit unseren schwachen und dunklen. Und wir wissen, aus eigener Kraft können wir uns von unserem menschlichen Wesen nicht erlösen. Darum nehmen wir Zuflucht zu der grundlosen Barmherzigkeit Gottes, unseres himmlischen Vaters, begehren Gnade um Christi willen und sprechen: Gott sei mir Sünde gnädig. Der allmächtige Vater, erbarme sich unser. Er vergebe uns unsere Sünde und führe uns zum ewigen Leben. Amen. Der allmächtige, barmherzige Gott erbarmt sich unser. Denn auch bei allem, was wir getan haben und tun, er will nicht unseren Tod, sondern dass wir wirklich leben. Und er will uns das auch in dem Leiden von Jesu Christi zeigen. Und er hat all denen, die an seinen Namen glauben, Macht gegeben, Gottes Kinder zu werden und ihnen seinen Heiligen Geist verheißen. Wer da glaubt und getauft wird, der wird selig werden. Das verleihe Gott uns allen. Amen. Wir singen jetzt das Kyrie 178, Vers 9. Eleison. Wir beten jetzt den Introitus 767 im Wechsel. Ich werde dort, wo es links anfängt, beginnen und Sie bitte die eingerückten Zeilen. Dennoch bleibe ich stets an dir, denn du hältst mich bei meiner rechten Hand. Du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich am Ende mit Ehren an. Wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, so bist du doch, Gott, alle Zeit meines Herzens Trost und mein Teil. Aber das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte und meine Zuversicht setze auf Gott, den Herrn, dass ich verkündige all dein Tun. Amen. Lasst uns beten. Herr, unser Gott, wir leben in schweren Zeiten. Viele kennen sich nicht mehr aus, aber auf dich wollen wir hoffen. Auf dich wollen wir trauen, denn dir gibst uns die Kraft, die wir brauchen. Hilf uns, dass wir das in Jesus Christus sehen, der für uns gelitten hat und der unser Heiland ist und mit dir und dem Heiligen Geist lebt und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.
Wir hören nun die Lesung aus Johannes im 12. Kapitel. Als die große Menge, die aufs Fest gekommen war, hörte, dass Jesus nach Jerusalem kommen werde, nahmen sie Palmzweige und gingen hinaus ihm entgegen und schrien: Hosianna, gelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn, der König von Israel. Jesus aber fand einen jungen Esel und setzte sich darauf, wie geschrieben steht: Fürchte dich nicht, du Tochter Zion, siehe, dein König kommt und reitet auf einem Eselsfüllen. Das verstanden seine Jünger zuerst nicht. Doch als Jesus verherrlicht war, da dachten sie daran, dass dies von ihm geschrieben stand und man so an ihm getan hatte. Die Menge aber, die bei ihm war, als er Lazarus aus dem Grabe rief und von den Toten auferweckte, bezeugte die Tat. Darum ging ihm auch die Menge entgegen, weil sie hörte, er habe dieses Zeichen getan. Die Pharisäer aber sprachen untereinander: Ihr seht, dass ihr nichts ausrichtet. Siehe, alle Welt läuft ihm nach. Ehre sei dir, Herr. Lob sei dir, Christus. Wir singen nun das Lied Nummer 13, Tochter Zion. Das ist natürlich für den Advent gedacht, aber es ist eigentlich genau der Text, den wir gerade gehört haben. Thank you.
Wir wollen nun auf Gottes Wort antworten, indem wir unseren Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Wie viel Zeit bleibt mir im Leben? Was ist gut und was verwegen? Wie viele Dinge sind mir wichtig? Was genau ist schon so richtig? Reicht es aus, mein Geld, mein Gut? Sitzt der Schal und auch der Hut? Sorgen drücken schwer wie Blei. Wann, ja, wann bin ich frei? Wer kann sagen, was mich hält? Wie lange dreht sich noch die Welt? Was ist auf dauerhaft eingestellt? Ist es wirklich gut und Geld? Es bleibt im Herzen Sinn über die Zeit, Gott selbst Unendlichkeit, Unendlichkeit. Nimmst du ihn, bist du in Ewigkeit. Alle Zeit in Ewigkeit, in Ewigkeit. Nimmst du ihn, bist du in Ewigkeit, für alle Zeit in Ewigkeit, oh, in Ewigkeit. Du bist da in mir und dort, immer vor. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und von unserem Heiland, Jesus Christus. Amen. Das Wort, das heute der Predigt zugrunde liegt, finden wir im Evangelium des Markus im 14. Kapitel. Es waren noch 2 Tage bis zum Passafest und den Tagen der ungesäuerten Brote. Und die hohen Priester und Schriftgelehrten suchten,
wie sie Jesus mit List ergreifen und töten könnten. Denn sie sprachen, ja, nicht bei dem Fest, damit es nicht einen Aufruhr im Volk gebe. Als Jesus in Bethanien war, im Hause Simons des Aussätzigen und saß zu Tisch, da kam eine Frau, die hatte ein Alabastergefäß mit unverfälschtem, kostbarem Nardenöl. Und sie zerbrach das Gefäß und goss das Öl auf sein Haupt. Da wurden einige unwillig und sprachen untereinander, was soll diese Vergeudung des Salböls? Man hätte dieses Öl für mehr als 300 Silbergroschen verkaufen können und das Geld den Armen geben. Und sie fuhren sie an. Jesus aber sprach, lasst sie, was bekümmert ihr sie? Sie hat ein gutes Werk an mir getan, denn ihr habt alle Zeit Arme bei euch und wenn ihr wollt, könnt ihr ihnen Gutes tun. Mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Sie hat getan, was sie konnte. Sie hat meinen Leib im Voraus gesalbt zu meinem Begräbnis. Wahrlich, ich sage euch, wo das Evangelium gepredigt wird in der ganzen Welt, da wird man auch das sagen zu ihrem Gedächtnis, was sie getan hat. Herr, wir danken dir für dein Wort. Segne es an uns, dass wir dein Leben ergreifen. Amen. Liebe Schwestern und liebe Brüder, das heutige Evangelium beginnt damit, dass die hohen Priester und Schriftgelehrten Jesus töten wollen, nun endgültig. Natürlich möglichst diskret, damit es keinen Aufruhr gibt. Gleich zu Beginn des Evangeliums, mit dem Beginn des Wirkens Jesu, hatten sich zwei Gruppen zusammengetan, die sich eigentlich Spinnefeind waren. Es waren die Mächtigen der Religion und die Mächtigen des Staates. Warum tun sie sich zusammen, um Jesus zu töten? Jesus hat den Menschen Angst genommen. Die Angst vor Gott, die Angst vor den Mitmenschen, die Angst vor sich selber und eben auch die Angst vor den Mächtigen. Und Menschen ohne Angst sind für Mächtigen dieser Erde gefährlicher als der gewalttätigste Revolutionär. Soweit ging das Vertrauen Jesu ohne die Angst, dass er sagen konnte, liebt eure Feinde. Und nun ist er kurz vor Jerusalem in Bethanien, ist eingeladen zu einem ehemals Leprakranken, den er anscheinend geheilt hat. Sie sitzen am Tisch und essen miteinander und da kommt diese Frau herein. Es ist ein bisschen schwierig. Wir kennen nicht ihren Namen, wir wissen nicht, wer sie ist. Gehörte sie zum Haushalt dieses ehemals Aussätzigen? War sie selbst von der Heilung betroffen oder hatte sie nur davon gehört? Sie kommt auf alle Fälle, zerbricht ein Alabastergefäß und gießt kostbares Öl auf Jesu Haupt. Und nun, was vielleicht oft passieren könnte, einige werden unwillig, das heißt, sie ärgern sich darüber. Man hätte doch das Geld nehmen können und es den Armen geben. Tatsächlich, dieses Öl war etwa 300 Silberstücke wert, einen ganz schönen Batzen, nämlich ungefähr ein Jahresgehalt eines damaligen Tagelöhners. Aber Jesus, er wehrt ihnen, sagt ihnen, warum betrügt ihr sie? Sie hat etwas Gutes an mir getan. Ist Jesus nun am Ende seines Lebens von Luxus überzeugt, den er sonst ablehnte? Ganz sicherlich nicht. Sehen Sie, wir leben jetzt in einer dunklen Zeit, in der Zeit der Corona-Krise. Vielleicht hätte man schon
viel früher etwas tun können. Aber jetzt leben wir in dieser dunklen Zeit und viele wissen nicht, was wird mit uns passieren, wen wir das treffen, wen wir das vielleicht töten. Jesus dort lebte auch in einer dunklen Zeit. Aber er geht in diese dunkle Zeit mit offenen Augen hinein. Schon dreimal hat er den Jüngern gesagt, dass sie ihn töten werden. Aber die Jünger wollen es nicht wahrhaben. Sie wollen den Gedanken ausblenden. Sie wollen davon nichts hören, nichts sehen. Sie wehren ihm immer wieder. Und tatsächlich, was sie ihm raten, ist vielleicht verständlich. Denn sie wollen Jesus als den strahlenden Helden sehen, der als König mit Feuer und Schwert gegen die Ungerechten und gegen die Ungläubigen vorgeht. Aber all das tut Jesus eben nicht. Und er geht diesen Weg. Dort, wo sie sagen und nur reden, man hätte doch können. Man hätte das Geld den Armen geben können. Tatsächlich, und das ist nicht nur der Grund, warum Jesus ablehnt, warum Jesus diese Frau verteidigt. Es wäre ein Tropfen auf den heißen Stein gewesen. Damals zur Zeit Jesu waren etwa 60% der Menschen arbeitslos. Das heißt, es gab mindestens 3 Millionen dieser Tagelöhner. Oder meinten die Jünger vielleicht mit Armen sich selber? Sie hatten ja kein Einkommen. Ja, man hätte auch diese 300 Silberstücke selber behalten können. Dann wäre es ungefähr so, wie bei einem Mann, der mal träumte, er würde im Traum Gott begegnen. Nun fragt er Gott, lieber Gott, wir sind bei dir 1 Million Jahre. Gott sagt, ja, 1 Minute. Ja, und wie viel sind bei dir 1 Million Euro? Ach mein Gott, 10 Cent. Ach lieber Gott, dann schenk mir doch 10 Cent. Ja, lächelt Gott ihn an. Wart mal 1 Minute. Jesus ist in diesem liebevollen Dasein auf die Menschen zugegangen. Und jetzt, wo er in das Dunkle hineingeht, wo die Jünger ihn einfach nicht verstehen wollen, nicht verstehen können, und das ist vielleicht zu verständlich, da kommt eben jetzt diese Frau und salbt ihn einfach. Es ist nicht der Luxus, den Jesus will, sondern er sagt, sie tut etwas Gutes an mir. Etwas, das auch ich brauche. Denn selbst Jesus ist voller Furcht. Ich meine nicht Angst. Er ist Furcht vor dem qualvollen Tod, dem grausamen Tod, den sich die Römer ausgedacht hatte, den Tod am Kreuz. Aber es ist nicht nur die Furcht vor dem Tod, sondern auch die Furcht davor, lohnt es sich überhaupt für diese Menschen, die immer noch voller Ungerechtigkeit, voller Hass sind, so sich einzusetzen, wenn nicht einmal die Jünger ihn verstehen. Und gerade das bewundert er nun an dieser Frau und zeigt es auch den anderen. Wir müssen uns von der Illusion befreien, wir könnten durch ausgeklügelte Systeme, eine bestimmte Religion, alle Ungerechtigkeit dieser Welt einfach beiseite schaffen. Das wird nicht gehen. Wir brauchen im Vertrauen auf Gott auch einen langen Atem. Einen Atem, der uns hilft, immer wieder von Neuem mit Liebe auf die Menschen zuzugehen, die uns oft nicht verstehen werden. Sie werden uns vielleicht nachfolgen, wenn sie merken, so wie diese Frau einfach auf ihn zugeht, das Nötigste tut, anders als die Jünger, die nur noch reden können, die das tut, wo sie sieht, der braucht jetzt Hilfe. Er braucht etwas, wo er Trost findet. Und das ist ebenso wichtig, dass wir auf die Menschen zugehen, die es nötig haben.
Das ist zunächst einmal in unserer nächsten Umgebung. Wir können aber auch viel weiter greifen, können Menschen helfen aus Armut und Verzagtheit, aus Hass und Krieg herauszufinden. So geht nun Jesus diesen Weg und es ist die absichtslose Güte, die er in dieser Frau findet, die einfach auf ihn zugeht, ohne groß darüber nachzudenken, ob sie Dankbarkeit oder was anderes bekommt, die das einfach tut, was notwendig ist, um Menschen selbst in der Dunkelheit zu helfen. Und das möge uns auch in dieser Situation der Corona-Krise helfen, was wir merken, selbst wenn wir uns nicht umarmen können, wir können viel füreinander tun, können uns Hoffnung geben über viele Möglichkeiten. Und da schenke Gott uns gerade am Palmsonntag an diesem Weg, wo Jesus uns vorausgeht und wir ihm folgen dürfen. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unser Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Wir singen jetzt das Lied 384.
verlese Ihnen kurz die Abkündigungen. Der Wochenspruch für die Karwoche lautet: Der Menschensohn muss erhöht werden, auf dass alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Er steht im Johannesevangelium im 3. Kapitel. Sie wissen es ja bereits alle, da wegen der Corona-Krise mindestens bis zum 19.04. alle öffentlichen Veranstaltungen, Gottesdienste und Andachten abgesagt werden mussten, haben Sie ausschließlich die Möglichkeit, zu uns in die Kirchen zu kommen. Unsere Auferstehungskirche hier in Neufahrn ist täglich von 8 bis 22 Uhr durchgehend geöffnet. Sie können hineingehen, Sie können dort verweilen, Sie können Kerzen anzünden und Informationsmaterial und Andachtsmaterial liegen ebenfalls aus. Sie können an unserer Mitmachaktion teilnehmen. Wenn Sie uns ein Bild zukommen lassen, dann laminieren wir das und werden Sie in unsere Kirche hinein platzieren mit einem Klebevorgang. So können Sie sichtbar bei unseren Filmaufnahmen in unserer Kirche hier in Neufahrn mit dabei sein. Einfach per Mail oder WhatsApp uns ein Bild zukommen lassen, dann gelingt das. Sagen möchte ich Ihnen auch, dass die Emmauskirche in Hallbergmoos auch zu manchen Zeiten geöffnet ist. Sonntags immer von 11 bis 13 Uhr, montags und mittwochs abends von 19 bis 22 Uhr. Am Gründonnerstagabend ist sie auch von 20 bis 22 Uhr offen und am Karfreitag in der Sterbestunde von 15 bis 16 Uhr. Herzliche Einladung, bitte achten Sie, wenn Sie kommen, auf den Sicherheitsabstand und auch dort können Sie Kerzen anzünden und zur Ruhe kommen. Wir laden Sie dazu herzlich ein. Wir werden für die kommende Zeit alle Sonntagsgottesdienste und auch Feiertagsgottesdienste, also auch Gottesdienste für Gründonnerstag, Karfreitag, die Osternacht und so weiter, aufzeichnen, sodass Sie Ihnen dann zur Verfügung stehen und Sie sie abrufen können auf unserem YouTube-Kanal. Dazu finden Sie die Hinweise, wie Sie diesen finden können, in den Kirchen, auf unserer Homepage und ich sage Ihnen diese Adresse jetzt auch, Evangelische Kirche Neufahrn, Hallbergmoos, so heißt unser Kanal. Wir werden dort alles Mögliche einspielen. Heute kann ich Ihnen auch sagen, dass wir auch einen Mini-Gottesdienst einspielen werden, mehrere sogar für diese Zeit rund um Ostern. Am kommenden Mittwoch findet wie üblich ab 14.15 Uhr die Fahrt zur Tafel nach Hallbergmoos statt. Die Menschen, die Gäste der Tafel können also kommen und werden mit unserem Bus nach Hallbergmoos zur Tafel hinübergebracht. Weitere Infos finden Sie jederzeit auf der Homepage, in unseren Schaukästen, Verteilmaterialien in den Kirchen. Und dann möchte ich Ihnen noch sagen, wir freuen uns natürlich über Rückmeldungen. Das sind die ersten Gottesdienste, die wir jetzt der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen. Da sind wir dankbar, wenn Sie sich melden bei uns. Auf vielen Kommunikationswegen ist das ja möglich und uns konstruktive Rückmeldungen geben. Wir freuen uns drauf. Und Gott segne unsere Gemeinde und alle, die dazugehören, nach dem Reichtum seiner Gnade. Amen. Lasst uns jetzt miteinander und füreinander beten. Nach jeder Bitte sprechen wir gemeinsam: Wir bitten dich, erhöre uns. Herr unser Gott, steh all den Menschen bei, die in dieser schwierigen Zeit Angst haben. Gib ihnen die Gewissheit, dass du uns begleitest, uns an der Hand hältst und uns auffängst, was immer auch geschieht. Wir bitten dich, erhöre uns. Sei bei all den Menschen, die sich jetzt um ihre Arbeitsstelle und ihr Einkommen große Sorgen machen. Vor allem bei denen, die nicht auf staatliche Unterstützung hoffen können. Hilf uns, dass wir sie nicht allein lassen, sondern ihnen zur Seite stehen und sie spüren lassen, dass wir alle zusammengehören. Wir bitten dich, erhöre uns. Sei besonders bei den Menschen in den ärmeren Ländern, für die Arbeitslosigkeit und Hunger zur Katastrophe wird. Lass sie uns nicht vergessen. Wir bitten dich, erhöre uns. Schenke uns immer wieder neue gute Ideen, wie wir trotz aller Trennung
zueinander finden können. Wir bitten dich, erhöre uns. Hilf uns, dass wir den Frieden dieser Welt, den wir so notwendig brauchen, in deiner Liebe voranbringen. Und lass uns auch nicht durch Hass von unseren Bemühungen ablassen. Wir bitten dich, erhöre uns. Bewahre deine Schöpfung, lebendiger Gott, und hilf uns, dass wir deinen Auftrag annehmen, eben deinen Garten zu bebauen und zu bewahren. Wir bitten dich, erhöre uns. Sei bei allen, die jetzt traurig oder verzweifelt sind. Gib, dass wir ihnen, soweit wie möglich, beistehen. Und schenke ihnen die Zuversicht, dass weder Tod noch Leben uns von deiner Liebe trennen kann. Dies bitten wir durch Jesus Christus, unseren Heiland, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Und gemeinsam beten wir nun das Gebet, das Jesus uns selber zu beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von den Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Gebe uns den Segen Gottes mit, den wir gerade in dieser Zeit so notwendig brauchen. Der Herr segne uns und behüte uns. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über uns und sei uns gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf uns und gebe uns Frieden. Amen. Zum Schluss wollen wir noch das Lied 602 singen. Dem ewigen Herrn, er hat dir viel.
Ich wünsche Ihnen Gottes Kraft und die Zuversicht, gerade in dieser Woche.